Hallo und herzlich willkommen zum, ja, eigentlich sollte es ja das Saisonabschlussvideo werden. Leider ist es das aber nicht geworden, so wirklich, weil das Problem ist nämlich, ich habe simuliert, ihr seht oben das Datum, 29. Dezember. Ich wusste nicht, dass die Mannschaft schon, also die neue Mannschaft, die man sich so zusammen stellt, mit Hilfe von Transfers und so. Ich wusste nicht, dass die schon so früh zusammenkommt. Ich dachte eigentlich, dass das erst der Fall wäre, wenn das Jahr vorbei ist. Drum war ich jetzt gerade schön in Ruhe auf Toilette und so weiter. War ein Fehler. Heißt also, die Saison Abschluss, Saisonabschlussvideo. Ich meine, viele Fazit. Das Fazit im Endeffekt, ich mache mal ein Fazit für die Saison 2016. Wir hatten einige Fahrer, die herausstachen. Dazu gehört Edgar Pinto aus Portugal, der eine sehr gute Saison fuhr, auch wenn er teilweise ein bisschen Durchhänger hatte. Aber alles in allem war er, glaube ich, auch der Fahrer mit den meisten Siegen in unserem Team. Das werden wir gleich nochmal nachschauen. Und war auf jeden Fall ein unglaublich wichtiger Fahrer in unserer Mannschaft. Pinto war sehr stark. Dann hatten wir Ivan Santarumita, der ebenso stark war, viele, viele Siege rausfuhr. Wir hatten Francisco Mancebo, der auch einige gute Siege rausfuhr. Wir hatten Pallini, der leider nur, ich glaube, wirklich nur einen Saisonsieg herausgefahren hat, direkt bei der zweiten Folge, bei der zweiten Etappe von der Katar-Rundfahrt, wenn ich mich nicht täusche, war das. Oder Dubai-Rundfahrt, ich glaube, die Dubai-Rundfahrt war es. Ja, und ansonsten hatten wir leider viele, viele Fahrer. Manche positive Überraschungen, wie beispielsweise Sofian Hadi oder auch Smorka fand ich nicht so schlecht. Aber viele, viele Fahrer im Team, die halt einfach nicht so ganz, ne, so ganz dem entsprachen, wo ich jetzt sage, okay, das ist jetzt ein richtig guter Fahrer. So. Und deshalb wird es jetzt also nicht wirklich das Abschlussvideo werden, das es werden sollte, weil eben jetzt schon der neue Kader hier drin ist und deshalb möchte ich jetzt hier so ein bisschen aufpassen. Ich habe hier auch extra die Eigenschaften angezeigt und nicht die Teams, denn sonst würdet ihr schon gespoilert werden, was das angeht. Wir machen also heute das Abschlussvideo plus das Video, wo wir schon mal sagen. Ja, wobei Abschlussvideo, ich kann das Abschlussvideo nicht mehr machen. Es tut mir leid, ey. Ihr habt ja alle Folgen gesehen, also es tut mir leid, aber es würde zu sehr spoilern. Also machen wir jetzt schon mal das Abgängevideo und verabschieden schon mal all die Fahrer, die nächstes Jahr nicht mehr mit dabei sein werden. Ich sehe gerade, dass wir auch hierbei gespoilert werden. Macht aber nichts. Wir machen trotzdem weiter. Erster Abgang, erster Fahrer, der in der nächsten Saison, in der Saison 2017, nicht mehr in unserem Team fahren wird, ist aus den Vereinigten Arabischen Emiraten Murat Tarek Obaid. 32 Jahre alt, 180 Kilo, 180 Zentimeter, 180 Kilo wäre ein bisschen schwer. 180 Zentimeter groß, 82 Kilo schwer oder leicht, je nachdem. Zählt eher so zu den Zeitfahrspezialisten und man sieht es ja an den Werten. Er ist nicht nur alt, er ist auch noch eben einfach zu schlecht. Muss man einfach so sagen. Er war keine wirkliche Hilfe in dieser Saison und deshalb muss ich leider sagen, ist Murat Tarek Obaid im Jahr 2017 kein Fahrer mehr der Mannschaft. Ja, jetzt muss man sie ja so nennen, Austria Cars. Trotzdem vielen lieben Dank an Murat Tarek Obaid für die ganze Arbeit, die er gemacht hat, für die ganzen Flaschen, die er geholt hat. Wäre mal eine coole Statistik. Vielleicht kann ja mal einer von den Zuschauern nachzählen, wie viele Flaschen jeder einzelne Fahrer geholt hat. Das wäre mal eine Statistik, ey. Aber das kann man von niemandem verlangen, ganz ehrlich. Also, Obaid, wenig überraschend, nächstes Jahr kein Teil mehr unseres Kaders. Selbiges gilt für. Ist das überhaupt der Richtige? Ja, ist er. Oder? Ich gucke lieber nochmal nach. Aber ich glaube ja, den hier kenne ich nämlich nicht. Ja. Für Ahmed Al-Balushi ist der nächste Abgang auch hier, ihr seht, die Werte. Ich kann verstehen, dass ein Team, das sich Skydive Dubai nennt, Leute aus den Emiraten holt. Das ist logisch.
aber auch er 27 Jahre alt und hat einen Durchschnittswert von 60. Damit können wir in der zweiten Liga nicht arbeiten. Tut mir leid, er ist einfach zu schlecht. Ahmed Al-Baluschi wird also auch nicht Teil unseres Kaders sein. Ich hoffe, ihr versteht das. Dann müssen wir weggehen von diesem Land. Ich hoffe, ich mache das hier richtig. Jawohl. Und gehen hierhin nach Tunesien. Maher Hajnaoui, 27 Jahre alter Tunesier, gehört zu der Gattung der Ausreißer. Auch er wird nächste Saison nicht mehr unser Team vertreten, unserem Team beiwohnen. 1,90 ist er groß, 80 Kilo schwer, hat dieses Jahr nichts gerissen, muss man sagen. Evolutionstechnisch, oh, das ist sogar ein bisschen verbessert. Vielleicht wird ihm das ja helfen, im Real Life zumindest ein neues Team zu finden. Ich glaube, er hat keins gefunden. Dementsprechend werden wir ihn wohl beim PCM 17 auch nicht mehr sehen. Mal schauen. Vielen lieben Dank auf jeden Fall auch an Maher Hajnaoui, aber er wird den Aufstieg in die zweite Liga leider auch nicht mitmachen. Selbiges gilt für einen, der jetzt schon zur besseren Sorte gehört, nämlich zu Adil Jelul. Wirklich gut war auch er nicht. 34 Jahre alt ist er, gehört zu den Sprintern und war ein wirklich ordentlicher Helfer, muss man sagen. War doch einer der besseren in der Mannschaft. Ich sage aber mal so, dadurch, dass wir einfach sehr viele sehr, sehr schlechte in der Mannschaft hatten, fällt halt jemand, der nicht ganz so grottig ist, schon sehr schnell auf. Adil Jelul hat sogar ein paar Sachen, oh ja, tatsächlich, bei der bei der Umag Trophy wurde er Zweiter, bei Stefan Zwolle Sechster, bei Paris-Troyes 14. Und bei einer Etappe der Oberösterreich-Rundfahrt konnte er unter die ersten 10, unter die ersten 10, ja, kommen. Also war gar nicht mal so schlecht. Dennoch, ihr seht es ja auch aufgrund des Alters, er nimmt sehr stark an Werten ab, leider Gottes. Und deshalb die Entscheidung an dieser Stelle werden wir uns leider auch von ihm, von Adil Jelul, trennen. Vielen Dank auf jeden Fall auch an ihn für die gute Zusammenarbeit, für die doch ordentlichen Resultate, die er eingefahren hat. Und ja, vielen lieben Dank, Adil Jelul. Unser nächster Blick geht schweren Herzens nach Spanien. Und wir verabschieden einen Fahrer, den ich nicht so richtig verabschieden will. Aber der seine Karriere hier im Spiel zumindest beendet. In echt hängt er ja noch ein Jahr dran. Vielleicht haben wir das Glück und sehen ihn auf dem PCM 17, wenn sein Team denn dort mit drauf ist. Ich gehe nicht davon aus, aber danke, danke, danke. Vielen Dank an Francisco Paco Mancebo. 40 Jahre alt, 1,75 groß, 64 Kilo leicht. Er war die Saison mit einer großen Anlaufphase, muss man sagen. Am Anfang habe ich echt gedacht, puh, jetzt langsam kann er aber was zeigen. Aber dann hat er auch was gezeigt. Zwei Etappen bei der Tour of Qinghai Lake gewonnen, 15. bei der Tour de Finistère. Zweiter bei der Rhône-Alpes-Isère-Tour mit einem Etappensieg. 14. der Tour Alsace. Vierter des Grand Prix Diatschenko. Den Ringerike Grand Prix hat er gewonnen. Und Vierter wurde er bei der Le Flèche Ardennaise. Das war schon sehr, sehr stark, muss man sagen. Die Werte leider verschlechtert. Also, vielen lieben Dank, Francisco Mancebo. Ich hätte echt mit dem Gedanken gespielt, ihn noch zu halten. Aber er möchte ja die Karriere beenden, muss man dementsprechend akzeptieren. Und damit also vielen, vielen Dank, Francisco Mancebo, für eine, kann man sagen, schöne Zeit. So, weiter geht's. Und es ist natürlich schon verräterisch, da ich jetzt nach Sprintern suche. Ich suche jetzt mal extra nicht nach dem Land, damit ihr nicht direkt gespoilert werdet. Nächster Abgang. Andrea Palini. Wie ich schon zu Beginn des Videos sagte, er war ein bisschen eine Enttäuschung. Klar, seine Werte sind jetzt nicht die größten. Er hat im Sprint und Beschleunigung 74. Aber ansonsten fehlt es ihm eben an vielem. Die anderen Werte sind, weiß Gott, nicht toll. Und dementsprechend ist er auch gefahren.
Er hat in dieser Saison einen Sieg für uns geholt. Das war tatsächlich die zweite Etappe der Dubai-Rundfahrt. Konnte dann nochmal unter die Top 10 fahren. Bei der Tour of King LA kam er unter die Top 3 der zweiten Etappe. Bei der Tour de Normandie kam er gleich dreimal unter die Top 10. Und beim Grand Prix Moskau wurde er immerhin 13. Auch schon mal für Lampre unterwegs. Konnte dort eigentlich auch keine wirklichen Platzierungen einfahren. Also Andrea Pallini, einen Sieg hat er geholt. Das war auch ein guter Sieg, war ein wichtiger Sieg. Aber ansonsten kam nichts bei rum. Da haben wir auch noch auf normal gespielt, muss man sagen. Das heißt, auf Schwierigkeitsgrad schwer ging da gar nichts mehr. Und das ist dann schon für den, ja, nominell zweit oder einen der besseren im Team schon eine herbe Ausbeute. Und deshalb trennen wir uns leider von Andrea Pallini. Dennoch vielen Dank auch an ihn. Er hat die Saison wirklich alles gegeben, muss man sagen. Wir haben oft auf ihn gesetzt, wurden leider häufiger enttäuscht und dementsprechend, ja, kann man da nichts anderes sagen, außer danke für die Mühe, aber hat halt nicht sollen sein. So, mir ist es jetzt hier zu umständlich, deshalb machen wir den letzten Abgang jetzt mal hier rüber und ihr wisst schon, wer es ist. Denke ich mir mal, es ist Edgar Pinto. Tatsächlich, er möchte lieber zu United Healthcare gehen. Ich habe mit ihm verhandelt, ich hätte ihn gerne noch im Team behalten. Auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich sagen, von den Werten her wäre er wahrscheinlich jetzt keiner, der uns großartig noch helfen könnte. Ich weiß nicht, wie die Werte beim PCM 17 sein werden, das ist ja das Ausschlaggebende. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er dort großartig gute Werte haben wird. 31 Jahre alt ist er, der Portugiese, hat dieses Jahr eine unglaubliche Saison absolviert für uns, hat die Dubai-Tour gewonnen und die dritte Etappe der Dubai-Rundfahrt, hat die fünfte Etappe der Tour auf Katar gewonnen, gegen große, große Namen, die dort mitgefahren sind, hat die King High Lake Tour gewonnen, was war das für ein Herzschlagfinale, auf der letzten Etappe, die er gewinnen konnte, hat er das Führungstrikot gerade noch so erobert. Dann bei der Tschechien-Rundfahrt wurde er, bei der zweiten Etappe kam er in die Top 10, bei der vierten Etappe kam er unter die Top 3, bei der vierten Etappe unter die Top 10, langsam Sebastian, es ist spät. Den Grand Prix Pantaloni hat er gewonnen, das ist noch nicht lang her, die UMAG Trophy wurde er 5., Stefan Zwolle 3., Paris-Troyes 2., Katte Körs 5., Berner Rundfahrt 15., Circuit de Wallonie 6., Budapest GP 6., den Grand Prix Crunch hat er gewonnen. Ljubljana Zagreb 7. und Kernen Omlop Echt Susteren ebenfalls 7. Unfassbar viele Platzierungen in diesem Jahr. Und ein riesen, riesen, riesen Dank geht an unseren portugiesischen Sprinter Edgar Pinto. Ohne ihn wäre der Aufstieg mit Sicherheit nicht geglückt. Das kann man auf jeden Fall schon mal so sagen. Riesig, was der gezeigt hat dieses Jahr. Einfach nur ganz, ganz stark. Und es tut mir wirklich im Herzen weh, ihn gehen zu lassen. Aber er wollte wechseln zu United Healthcare. In echt fährt er, glaube ich, für LA Aluminios, eine portugiesische Drittligamannschaft. Könnte also sein, dass wir ihn nächstes Jahr auf dem Pro Cycling Manager sehen, weil ich glaube, in echt, wenn wir jetzt mal gucken, in echt gibt es die Mannschaft. Also hier im Pro Cycling Manager ist sie mit drauf. Ja, guck mal, hier ist sie. LA Aluminios, also da fährt er in echt und dementsprechend kann es sein, dass wir ihn nächstes Jahr beim Pro Cycling Manager in unserem Team begrüßen dürfen. Tja, in diesem Sinne, das waren die Abgänge. Also nochmal zur Zusammenfassung: Obaid, Albalushi, Hajnaoui, Jelul, Mancebo, Pallini und Pinto, 7 Fahrer verlassen das Team. Einige andere werden allerdings den Vertrag verlängern, haben noch einen gültigen Vertrag oder kommen neu in die Mannschaft. Und wer das sein wird, das werden wir ab morgen beleuchten. Ab morgen dann also jeden Tag ein neuer Fahrer. Also was heißt ein neuer Fahrer? Ein Fahrer, der in der Saison 2017 unsere Trikots von Austria Cars tragen wird. Schreibt mir gerne in die Kommentare eure Meinung zu den Abgängen, ob ihr das bei allen versteht, ob ihr es vielleicht bei einem sehr, sehr schade findet oder euch vielleicht auch wundert, dass der eine oder andere hier nicht mit auftaucht, weil ihr genau wisst, dass dessen Vertrag noch ausgelaufen ist.
Schreibt mir alles, was ihr denkt und was ihr fühlt in diesem Moment. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es den ersten Fahrer gibt aus der neuen Mannschaft 2017. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Frittenfriseur.